Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir haben im Livestream ja mal ein Mousepad erstellt. Ich habe jetzt auch schon die Videos gemacht zu zwei Mousepads. Da will ich euch nicht zu viel verraten. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ich weiß auch noch nicht, ob ich das Video mit den Mousepads davor oder nach diesem Video mache, weil eigentlich wollte ich dies jetzt, das Erstellen vom Mousepad ins Video reinschneiden. Wir haben es auf Steam, auf Twitch gemacht, aber da habe ich auch viele Fragen beantwortet und man kann so viel machen. Und da habe ich gedacht, es ist besser, wenn ich dann ein separates Video mache und da nicht irgendwie von dit von da nehme und reinschneide oder das Unboxing nehme oder das Vorstellungsvideo nehme und da dann das noch mit reinschneide. Das wäre doof. Da habe ich gedacht, ich mache da ein separates Video drüber. Ich hoffe, ihr freut euch. Und den Link dazu findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Dafür sind wir auf Despet gegangen. Ihr habt dann hier oben Login, wenn ihr ein Kundenkonto habt. Ihr könnt auch ein Muster bestellen. Also wenn ihr sagt, ihr wollt einfach mal nur gucken, ob das funktioniert und wie das Material ist und wie die Qualität ist. Und dann könnt ihr hier so ein Muster bestellen. Und dann kriegt ihr ein zwei Muster zugeschickt. Das steht hier irgendwo hier glatt und eins mit Struktur. Also ihr kriegt zwei Muster zugeschickt. Glatt und Struktur kostet 99 Cent. Und hier steht dann nochmal Verpackungspauschale, Blasels, und dann könnt ihr da, kriegt ihr da zwei Muster und könnt euch das angucken, wie die Qualität ist, und könnt euch dann entscheiden, ob ihr bei Despet ein Mousepad euch erstellen wollt, eine Schreibtischunterlage, whatever. Dann haben wir auch noch zum Material, haben sie auch noch was gemacht, das ist 2 mm dick und dann ist es robustes 2 mm Vinylmaterial. Pflegeleicht und kratzfest, definitiv. Also ich habe schon ein paar Unboxings gemacht und hatte ein paar Gegenstände auf meinem Unboxing-Tisch und ich habe in meiner Unterlage keinerlei Kratzer. Ich werde mir aber später noch mal ein Mousepad hier, also noch mal eine Tischunterlage machen, eine andere, die da drüben besser passt. Da habe ich mich vermessen. Und die Oberseite des Materials ist wasserfest. Ja, das wusste ich vorher nicht, aber das habe ich mir schon gedacht. Das merkt man so vom Anfassen. So. Material zu 100% recycelbar. Und kann problemlos gerollt werden. Ja, das kommt auch gerollt zu euch. So, dann haben wir hier den Shop. Da könnt ihr dann schon so ein paar Sachen, die vorgefertigt sind, bestellen. Zum Beispiel eine Pokerunterlage oder ja, so kleine, ne, klein sind sie nicht, also sind schon größer als ein normales Mousepad. Entschuldigung, meine Stimme. Könnt ihr denn hier schon ordern, aber wir machen selber. So, und jetzt könnt ihr euch erstmal aussuchen, was für eine Unterlage ihr wollt. Also glatt, sagen sie selber, ist besser für Gamer. Ich habe auch glatt genommen. Ich nehme auch wieder glatt. So. Und dann fragt er uns nach der Größe und hier seid ihr komplett auf euch gestellt. Da könnt ihr, also es ist nicht so wie bei anderen Herstellern, dass sie sagen, jetzt, was weiß ich, 90 mal 30, 80 mal 40 oder irgendwas. Die Größe könnt ihr komplett für euch selber bestimmen. Komplett. Wir nehmen dann einfach mal meinen Schreibtisch, der ist 148 cm lang. 148, noch was. 148,7 war der, glaube ich. Dann nehmen wir einfach, oder 148,8. Ich weiß nicht. Wir nehmen einfach mal 149. So. Und in der Höhe ist mein Schreibtisch auch etwas größer als normal. Ich habe nämlich eine Arbeitsplatte, mir aus meiner Arbeitsplatte sind wir selber einen Schreibtisch gebaut. Ich habe mit Glück jemanden gefunden, der auch Arbeitsplatten anbietet, die extra breit sind. Und meine Arbeitsplatte ist 80 cm breit. So. Video kann ich, muss ich mal im Kanal suchen, kann ich euch verlinken drunter. So, jetzt haben wir hier das gemacht. Jetzt sind wir schon den ersten Preis, 106 Euro. Und jetzt sagen wir einfach mal, jetzt gestalten.
So, dann kommen wir jetzt hier. Aber aufpassen. Wenn ihr beim Gestalten seid, das mit dem Maßeinheiten und so, das ist super. Aber ihr könnt, wenn ihr ein Full HD bei der Größe ein Full HD Bild nimmt, funktioniert das nicht ganz. Das werde ich euch gleich zeigen. Ich habe es dann einfach mit Photoshop größer gemacht. Hat auch nicht an Qualität verloren. Weil wir gehen erstmal davon aus, dass ihr selber ein Bild hochladen wollt. Die ganzen Sachen, die sie hier noch anbieten, die zeige ich euch danach dann. So. Ich muss nochmal gucken, wo habe ich denn den Ordner? Desktop. Mousepads. Da. So, dann war jetzt hier schon eine Größe mit bei, die bearbeitet war. Öffnen. So. So, bei der Größe jetzt hier zum Beispiel, hier geht es nicht weiter groß. Deshalb, ja. Ihr könnt euch dann natürlich auch selber was gestalten. Also. So. Genau das gleiche, das ist dann wieder eine andere Größe. Warte mal, ich mache mal das dazu, damit ihr das sehen könnt. So. So, dann habe ich das hier habe ich dann schon bearbeitet. Da seht ihr dann die Größe. Und hier. Und das war der Transparente. Also machen wir das mal alles weg. Wenn ihr zum Beispiel was Transparentes habt. So wie das hier. Das habe ich transparent gemacht. Könnt ihr euch einfach auch das in die Ecke machen. Das ist am besten dann auch noch anpassen. Also das dann halt noch in einer Größe höher rendern. Das Bild, damit das dann halt auch wirklich in die Ecke passt. Und dann geht ihr einfach auf Einstellungen. Zack, und dann sagt ihr einfach zum Beispiel rot, rot oder schwarz. Und dann seht ihr auch, sieht das so aus. Da seid ihr, da habt ihr komplett Freiheit. So. Wir wollen mal alles wieder löschen. Ich habe mich halt hierfür entschieden, für dieses Bild, aber in einer anderen Größe, also nicht so groß. Deswegen, ja, und dann habe ich hier unten Odin Asa reingeschrieben, also mein Gaming-Name, das werdet ihr dann im Video sehen. So. Also wenn ihr dann halt praktisch ein Bild auf so eine wirklich, wirklich große Größe machen wollt, dann am besten vorher mit Photoshop bearbeiten, damit halt auch Qualität nicht verloren geht. Und am besten, wenn er die Datei, bei mir ist es mein, ich will es nicht verraten, aber bei mir habe ich es in der PSD-Datei. Ja, und da ist bei der Qualität nichts verloren. Ja, da seid ihr auf euch gestellt. Ihr könnt auch hier so viel reinballern, wie ihr wollt. Also ihr könnt hier könnt euch austoben. Ihr könnt auch verschiedene Fotos nehmen und euch die anpassen und dann halt in die verschiedenen Ecken packen und in der Mitte drin, so wie eine Collage, und dann halt mit Texten noch irgendwelche Wörter drunter schreiben, Nachrichten drunter schreiben. Das ist, ihr könnt das auch hier so auseinanderziehen, wie ihr wollt. Also da seid ihr. Da sind eure Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wenn ihr denn mehr habt, dann habt ihr die verschiedenen Ebenen. Und wenn ihr zum Beispiel lade ich es doch nochmal hoch. So. Und wenn ihr dann zum Beispiel Fotos machen wollt, so. Und die anpassen wollt, so.
So als Collage zum Beispiel. Machen wir nur zum Beispiel jetzt, ja. Zack. Und dann ist es so. Also Ebenen. Dann sieht das ja doof aus, wenn das Mittelbild über den anderen Bildern ist. Und ihr wollt das Mittelbild halt ganz nach hinten haben, dass die anderen drüber ragen, weil hier halt nur in der Mitte was ist. Aber ihr wolltet halt nicht ausschneiden oder so. Ihr wolltet so als Bild lassen mit Rand und so. Dann könnt ihr das jetzt, könnt ihr die Ebenen dann halt so bearbeiten, wie euch das gefällt. Und so. Dann Farbe habe ich euch ja eben schon gezeigt. Ihr könntet Mauspad auch einfach nur einfarbig machen. Könnt ihr machen, ist kein Problem. Und in der Farbe, die ihr gerne haben wollt, ich nehme mal schwarz wieder. So, dann haben wir Text und hier schreiben wir mal Odin Unterstrich Ase und Odin Tests. Odin Unterstrich Ase ist mein Gamer-Name und Odin Test halt, wisst ihr ja. So, jetzt wollen wir das bearbeiten. Erstmal wollen wir dem eine andere Farbe geben. Und zwar rot. Ne, rot ist doof. Wir machen weiß. So. Wir machen schönes Weiß. Ja, vielleicht so ein Weiß und ein bisschen in einem Grauton. Das zu viel Weiß ist nicht gut, dann kriegt man gleich wieder Augenkrebs. So. So. Bin außerdem rausgegangen. Dann könnt ihr euch auch aussuchen, ob es dick sein soll oder kursiv. Ja. Die. Ja. Ja. Dann könnt ihr kleiner und die größer machen. Und dann habt ihr. Ich mach das mal nach vorne. Dann habt ihr hier verschiedene Schriftarten. Ich gehe jetzt nicht alle Schriftarten mit euch durch, Leute, weil es sind einfach unheimlich viele Schriftarten. Ich kann mal gucken, ob ich meine noch wiederfinde, welche ich hatte. Die hatte ich nicht. Die hatte ich auch nicht. Ich habe nämlich auch so eine verzierte genommen, dass die halt zu meiner Schreibweise passt im Logo. Weil ich habe ja auch ein Logo mit Schrift. Also ich habe beides, eins ohne und eins mit, aber dass man die Ähnlichkeiten halt sieht. Hier ist so viel. Also da sollte für jeden eigentlich eine Schriftart mit bei sein. So Old English mäßig ist auch mit bei. Sah vom Style her auch ganz cool aus. Ja, das fand ich auch ganz cool. Und ihr seht, wir sind gerade mal bei K angekommen. Ich mache mal jetzt einfach so. Jetzt sind wir bei M. Hier war doch, wartet. Nee, das war's auch nicht. Das war's auch nicht. Ich hätte mir das mal aufschreiben sollen. Ich glaube, das war es dann etwa. Aber nee, das Ase war nicht so verziert. So. Ich gehe noch ein bisschen weiter runter. Weil hier ist wirklich so unfassbar viel drin. Also wenn da nicht für jeden was mit bei ist, dann weiß ich auch nicht. So.
Oben. Und jetzt sind wir bei Z angekommen. Jetzt nehmen wir einfach mal, gucken wir uns mal eine schöne Schrift an. So, zum Beispiel, das nehmen wir jetzt einfach, aber halt nicht in. So, Fett wäre jetzt so. Achso, das war schon Fett, nicht Fett. So. Und das könnt ihr dann zum Beispiel hinsetzen, wo ihr wollt. Wir lassen es mal in der Mitte. Und dann machen wir es mal nach unten. So. Dann haben wir noch Galerie. Und ihr könnt auch im Nachhinein, wenn er sagt, die Größe will ich lieber angepasst haben. Da könnt ihr dann auch dann im Nachhinein die Größe machen. Und hier könnt ihr dann, hier oben seht ihr das. Ich weiß nicht, seht ihr das hier? Ich hoffe, ihr seht das. Dass es dann nicht mehr eckig wird, sondern dass es abgerundet ist. Also ihr müsst nach der lila Linie gehen. Damit könnt ihr dann praktisch. Ihr könnt auch dann 5 cm sagen, Update. Ihr könnt auch sagen, 10 cm, Update. Dann wird es halt immer runder. Und wenn ihr dann sagt, 30 cm, ist ihr sponnen jetzt, habt ihr halt so eine Oval. Ihr könnt auch sagen, 50 cm. Ihr könnt auch sagen, 60 cm. Ja, und dann wird es halt rund. Ja. Und bei 2 sind dann halt nur die Ecken leicht abgerundet, wenn euch das halt zu viel, zu wenig ist. Bei der Größe, dann könnt ihr auf 4 hochgehen, dann sind die Ecken hier schön abgerundet. Ich habe es bei mir viereckig lassen, aber man könnte es machen. Dann haben wir hier die Galerie. Und hier ist unfassbar viel drin. Unfassbar viel drin. Ich will jetzt nicht jede Kategorie euch alle Bilder zeigen. Ich will euch nur ein bisschen was zeigen. Wir haben hier halt noch Grafiken. Ja, wenn ihr euch dann halt was selber gestalten wollt, wir können dann hier zum Beispiel Comic, Rahmen. Gehen wir bei Rahmen rein. So, dahin können wir dann hier zum Beispiel, was nehmen wir denn da Schönes? Dann nehmen wir mal das. Ne, wir nehmen das nicht. Wir nehmen mal das. Gehen wir auf Ebenen, machen das da hoch. Dann können wir hier die Größe natürlich auch anpassen und können Odin Asa einfach mal, können hier jetzt auch wieder die Größe anpassen. Ja, und können Odin Asa dann da hinschieben. So. Dann gehen wir wieder auf Galerie, Fotos. Geht er denn jetzt nicht zurück? Wieder da. Nur hochauflösende Bilder können wir dann machen. Wir brauchen irgendwas.
Karibik-Inseln mäßiert, was dazu passt. Das ist doch klein. Ich nehme jetzt einfach mal. Ne, das nicht. Ich nehme jetzt einfach mal. Passt das auch nicht. Ja, die sind halt auch, manche halt in etwas kleineren Größen. So, das finde ich ganz interessant. Gehen wir auf Ebenen. Dann löschen wir die, die wir nicht wollen. So. Und machen uns das hier nach hinten. Und dann haben wir einen praktischen Hintergrund. Dann haben wir personalisiert halt uns eine Grafik drauf gemacht und Schrift. Für die das nicht ist, die können das natürlich auch komplett wegmachen. So. So, und dann kann man einfach so auf Natur gehen. Und ich packe jetzt einfach mal nur ein paar Bilder rein. Da habt ihr dann halt so ein paar Sachen. Da ist so unfassbar viel bei, wo ihr auswählen könnt. So. Jetzt gehen wir mal. Wo gehen wir denn hin? Am besten. Ich will euch am besten, am liebsten würde ich euch gerne die Materialien zeigen. Wir gehen mal auf Holz. Wenn ihr zum Beispiel einen Tisch habt, der weißes Holz hat und ihr möchtet gerne dunkles Holz haben, könnt ihr so machen. Und dann habt ihr dunkles Holz. Oder in die Richtung. Oder so. Oder so. Oder halt auch mit dem Laptop drauf. Oder eine Brücke. Also da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Hoppala, wo bin ich denn jetzt drauf? Also da ist, eigentlich soll da für jeden was mit bei sein. So. Jetzt gehen wir mal auf Leder. Das würde ich euch nämlich auch. Beton haben wir auch. Beton finde ich auch interessant, aber ich finde Leder interessanter, um euch das zu zeigen. Also nicht nur hier Lederprodukte oder so. Nee, wir haben auch hier komplett Leder. Dann sieht die Leder aus. Das ist ein grobkörniges Leder und dann sieht euer Mauspad bzw. eure Schreibtischunterlage aus, als wenn ihr aus Leder eine riesen Unterlage auf eurem Schreibtisch habt. Finde ich richtig cool gemacht. Und halt verschiedene Farben könnt ihr halt auch auswählen. Ja. So. Jetzt müssen wir aber erstmal die ganzen Ebenen rauslöschen, sonst überlappen sie sich. So. Und Galerie. Und dann habt ihr aber auch Tiere, wenn ihr Tiere haben wollt. Ja. Löwen. Katze. Ja. Auch für die Hundeliebhaber. Hunde sind auch mit bei, Pferde sind mit bei. Es ist einfach un heimlich viel. Also ich kann euch ja nicht alles zeigen, weil dann würde das Video hier 5 Stunden gehen und noch länger. Also da ist eurer Kreativität, sind da keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt euch da komplett austoben. Machen wir lieber so, dass ihr das auch seht. Da könnt ihr euch komplett ausleben, eine Pokerunterlage machen oder für Romikop oder was weiß ich. Also da könnt ihr, und wie gesagt, ihr seid nicht festgelegt drauf, wie groß
die Mauspads sind oder die Unterlagen. Ihr seid nur auf die Größe eures Tisches ausgelegt. Und vor allen Dingen auch mit der Rundung. Hier seht ihr das zum Beispiel bei dem Pokertisch. Der hat hier eine riesen Rundung und das passt. Also abgerundet ist der Tisch. Ja, und das kann man halt auch alles mit anpassen. Hier, Ecke, zack. Und dann halt die Rundung machen. Ich bin aber nicht so der Freund davon. Ich habe es lieber eckig. Deswegen habe ich es bei mir halt nicht gemacht. So, ich hoffe, hat euch gefallen. Der kleine Exkurs. Wenn ihr dann zu einer Frage habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Das Video, wo ich euch die B-Mauspads vorstelle, beziehungsweise Schreibtischunterlage und Mauspad, kommen oder sind davor gekommen. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.